Das war irgendwie total komisch, wenn man diesen Test macht und auf einmal zeigt er an, dass man schwanger ist. Und irgendwie ist man total überwältigt von den Gefühlen und kann das einfach gar nicht glauben im ersten Moment. Wir saßen in der Küche und du hattest so eine kleine Babymütze für mich verpackt. Und dann habe ich sie ausgepackt. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Und dann hast du, ach was, ach echt? Wir sind schon sehr lange zusammen. Wir haben uns schon in der Schule kennengelernt und wir waren schon verheiratet vorher. Aber das war halt irgendwie, ist dann schon nochmal was anderes, wenn man dann weiß, man kriegt ein Kind. Das ist irgendwie nochmal inniger und besonderer irgendwie. Vor allen Dingen in der ersten Schwangerschaft hat man, glaube ich, einfach wahnsinnig viele Fragen und so weiter. Es ging mir auf jeden Fall so. Und dann habe ich auch von dieser Nackenfaltenmessung erfahren von einer Freundin und die hatte gesagt, man kann da auch mal die Krankenkasse anrufen und fragen, ob die das auch unterstützen. Und ich hatte dann bei meiner Krankenkasse bei der DAK angerufen und die hatten mir gesagt, dass das im Rahmen von einem Mama-Plus-Paket sozusagen enthalten ist. Und dann hatte ich erzählt, dass ich tatsächlich sehr auf der Suche nach einer Hebamme bin. Und das Problem war, dass es einfach in Hamburg zumindest oder ich glaube auch deutschlandweit einen totalen Hebammenmangel gibt. Und dann hat sie mir gesagt, alles klar, kein Problem, ich schicke Ihnen da was zu. Und irgendwie so einen Tag später hatte ich halt so ein ganzes Paket in der Post mit Babylätzchen und diversen Broschüren, was die Krankenkasse alles übernehmen kann. Und da waren, ich glaube, keine Ahnung, 10 DIN A4 Seiten mit Kontaktdaten von Hebammen dabei. Und die zweite Hebamme, die ich da von dieser Liste angerufen hatte, hatte gleich Zeit. Man liest überall so und die ersten Tritte deines Babys fühlen sich an wie ein Schmetterlingsflattern. Das war bei mir nicht so. Also mit dem Schmetterling hatte das nicht so viel zu tun. Das war schon ganz schön doll, ehrlich gesagt. Ja, also es war total schön, wenn man das erste Mal so gemerkt hat, man spürt sein Baby. Aber das war weit entfernt von einem Schmetterling. Einen Tag nach dem Stichtag kam sie dann auf die Welt und morgens setzten dann direkt die Wehen alle 5 Minuten ein. Und dann wusste ich, das sind Wehen. Vorher dachte ich immer so, ah, ist das so ein Ziehen in meinem Bauch? Könnte das eine Wehe sein? Aber nein, das war nichts. Als Mann, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, man kommt sich immer so ein bisschen nutzlos vor, weil man kann nicht wirklich machen. Man sieht einfach, dass der Partner starke Schmerzen hat und würde alles dafür geben, das ein bisschen zu mindern. Und es geht nicht wirklich. Wenn dann aber am Ende auf einmal das Kind da ist, dann ist sowieso alles vergessen. Dann, ab dann geht sowieso alles nur noch um die Kleine. Also wir, als sie auf die Welt gekommen ist und wir dann da irgendwie zu dritt in diesem Bett im Kreißsaal lagen, das war irgendwie, ja, das war total überwältigend. Es war super, also es war so intensiv irgendwie, das hätte man sich irgendwie gar nicht vorstellen können. Ja, das kann man gar nicht richtig beschreiben, glaube ich. Meine Hebamme kommt alle 2 Tage vorbei und checkt, ob alles okay ist mit Romy und wiegt sie und fragt mich, ob ich irgendwelche Probleme habe oder so. Und das ist total schön, weil man sich ja gerade beim ersten Kind noch bei 100.000 Sachen unsicher ist. Und es ist total beruhigend, dann einmal alle Fragen loszuwerden. Ich glaube, wir genießen jetzt einfach irgendwie so viel Zeit mit Romy wie möglich und wollen einfach das alles auskosten, ihr alles zeigen. Und es ist total schön jetzt zu sehen, dass sie anfängt zu lächeln und man ist irgendwie so von jedem Minischritt begeistert, den das Baby macht. Und ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal alles so auf uns zukommen.